Das hätten wir. Haben wir noch irgendwas hier zu erledigen? Also ich sehe nichts. Wir haben jetzt alle Esper-Kristalle. Kampfplätze haben wir 8 von 9. Funktürme haben wir noch einen. Und eben diese Lebensquellen ein. Protosubstanz. Das ist hier. Ein Eiland aus Trümmern. Ja, da müssen wir hin. Was ist das hier eigentlich? Ausgrabung. Ruine am Kap der Krater. Oh ja, da müssen wir auch noch hin. Wir machen eins nach dem anderen. Wir haben hier auf der Seite, haben wir sonst nichts mehr zu erledigen. Wir gehen auf den Turm. Wir gehen auf den Turm. Aber von hier. Mit Le Chocobo. Naturellement. Ich bitte euch. So. Und der Turm ist direkt dort. Ich sehe ihn schon. Können wir direkt hin. Stolzieren mit unserem Schoko. Was ist das denn hier eigentlich für eine... für einen Platz? Jo. Oh, oh, oh. Dein Schokobo konnte etwas wahrnehmen. Dann da hinten. Dann zeig mir, was es ist. Umdrehen. Nein, umdrehen. Eine Ätherknolle. Ja, warum nicht? Klar, ich nehme alles mit. Freunde, was glaubt ihr denn? Hier ist so ein paar Bunker, wo man Stuff mitnehmen kann. Siegen, Gnade. Warum nicht? Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts auf Anhieb. Wir machen uns auf den Weg zum Turm. Und da ist schon wieder so ein Flugding. Der Funkturm wartet auf uns. Ja, klar wartet er. Der hat echt keinen Spaß gegen ihn. Das wird wehtun. Was? Mist. Ist das alles? Mann, ich will diese Konter-Dinger machen. Natürlich. Ich sehe dich. Nicht schlecht. Was? Was? Gut. Weiter. Wenn ich den perfekt kontere mit diesem Konterfeuer oder mit sonst irgendwas, dann machen wir einen krassen Angriff, glaube ich, oder? Glaube ich. Ich habe das noch nicht so wirklich raus mit diesem Konter-Ding. Mogri-Medaillen, jede Menge haben wir jetzt. Guck mal, da hinten im Hintergrund. Der Kondor. Der plustert sich da hinten auf. Das ist aber erst, seitdem wir ihn gefüttert haben, ne? Vorher war der nicht zu sehen, glaube ich. I think so. Das ist der letzte Turm, den wir aktivieren. Jetzt dürften wir alles sehen auf der Map. Also hier in Junon. Oh. Ja. Funkturm auf dem Artilleriehügel. So heißt das hier also. Okay. Leute, kommt mal wieder runter. Wir müssen weiter. Wir haben wieder ein bisschen was entdeckt. Was ist das hier? Beistand. Beistand? Nein. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf, Mann. Beistand? Wem müssen wir denn beistehen? Das dürfte hier hinter dem Hügel sein. Glaube ich. Nein. Nein, nein, ist nicht richtig. Aber hier. Auch nicht. Shit. Wie komme ich denn da hoch?
Wir probieren es mal von hier. Da müssen wir doch... Sag mal, hoch! Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Da, auf diese Plattform müssten wir... Ich glaube, wir sind falsch, ne? I think we are wrong. Ja, das geht hier ganz woanders hin. Das geht hier absolut woanders hin. Wie komme ich denn da hin? Vielleicht von hier? Aber ich müsste es ja auch lang gehen. Das sieht auch aus, als ob das stimmt, aber... Schauen wir mal von hier. Drachenhöhle. Oh. Ist vielleicht doch nicht so richtig hier. Hä, wie komme ich denn da hoch? Kann ich irgendwas übersenden? Kommt unser Chocobo hier hoch? Sieht nicht danach aus. Also laut Map könnte man hier vielleicht hoch. Oh, hier kann man hoch. Oh, okay. Das habe ich übersehen. Oh, ist wieder so ein Mogri-Haus. Ach so. Ja, gut. Mogri. Schauen wir uns das Mogri-Haus mal an? Natürlich. Bist du denn? Untersuche das Mogri-Haus. Das ist dieser Pilz. Ich verstehe, natürlich. Hätte ich auch drauf kommen können. Was muss ich hier tun? Hilf dem Mogri. Betreten, ja bitte. Wir kommen wieder in eine ganz andere Welt. Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. Ach so, okay, Kupo. Schabernack Stufe 2. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger jetzt. Hallo. Oh, halten kann ich den. Moment mal. Geraten die Mogelkinder in einen Wirbelwind? Können sie getragen werden? Ich verstehe. Ja, gut. Das muss gerade nicht sein. Wo ist denn eigentlich das Ziel? Da hinten. L2 halten. So, geht's natürlich ein bisschen einfacher. Zack. Du hast Mololu eingefangen. Mololu. So, Mocky. Was ist mit dir? Na komm. Ganz genau. Da sollst du hin. Die schnapp ich mir. Okay, das ist einfacher. Mit diesen Wind... Mit diesen Twistern. Mit diesen little kleinen Twistern, die hier uns helfen. 2 von 5. Also... Oh mein Gott. Ja, ja, Kupo. Alter, wohin? Oh mein Gott. Oh. Sehr gut. 3 von 5 hätten wir. Ist natürlich einfacher, die einfach hier reinzulocken. Das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, ob das so lange hält. Ja, doch, müsste reichen. Das reicht. Molala. Letztes Mogri. Oh mein Gott. Nein, ich wollte dich eigentlich... Shit. Doch, ich krieg dich. Was zum Henker? Das gibt's ja nicht. So. Schweinebacke. Es geht doch einfacher. Das könnte knapp werden. Ja, wobei doch nicht. Vielen Dank, Kupo. Na klar, Kupo. Diese Aufgabe. Ja, das, Meine Kinder sind zurück!
Du hast mir sehr geholfen, Kubo. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich, dass ich den Laden der Mogris Mok und Muck weiterführen kann, Kubo. Und wir haben jede Menge. Vielen Dank, Kubo. Jede Menge Medaillen. Zeig mal, was du hast. Kubo! Sehr gut. Hallo! Was darf es sein, Kubo? Ja, zeig mal, was du hast. Tauschen. Rubin, Smaragd, Materia-Ohrring, TP-Boost. Nein, danke. Einführung in die Schwertkunst, Band 1. Uiuiuiui. Wie viele haben wir eigentlich? 28 Mogri-Medaillen. Die Dinger hätte ich schon gerne, weil unsere Waffenpunkte lassen sich dadurch vermehren. Hierfür ist es Tifa. Das ist Erich. Reds Waffenpunkte und was für Barrett? Nix? Die würde ich schon gerne holen. Ja. Ja. Das auch. Ja. Ja. Und das auch. Und das war's auch schon. Mehr kann ich mir eh nicht leisten, aber das ist okay. 10 WP. Guck mal, 10 WP für Cloud bekommen. Das hat sich mal hart gelohnt. Was Tolles gefunden, Kubo? Absolut. Na du? Okay. Okay, ja, ja, hab verstanden. Hier könnten wir es nochmal, um Mogri-Medaillen zu verdienen, aber brauchen wir gerade nicht. Das Wichtigste, was es hier gab im Shop, haben wir bekommen. Mehr will ich nicht. Hier gibt es einen Kampf, Jagd 2. Ich glaube, da kommen wir von hier hin, ne? Am schnellsten. Es könnte natürlich sein. Schauen wir uns an. Eins nach dem anderen. Wir haben bald die gesamte Junon-Map aufgedeckt. Ah, guck mal, hier geht's runter. Ja, perfekt. Perfekt. Können wir direkt kämpfen gegen was auch immer da kommt. Es riecht nach Ungeheuern. Mhm. Seltene Semselet-Spezies identifiziert. Semselet. Rufe Datenverzeichnis auf. Mhm. Der sehr intelligente Semselet wird auch als Gelehrter der Lüfte bezeichnet. Er lässt sich mit seinen hochentwickelten Flügeln vom Wind treiben, um seine Beute geschickt zu jagen. Die Federn des Semselets sind sehr robust, weshalb sie seit alters her in der Handwerkskunst geschätzt werden. Es wird gesagt, dass Pfeile aus Federn von seltenen Exemplaren sogar äußerst windschnittig sind und große Steine durchbohren können. Das führte zu einem immensen Preisanstieg. Verstehe. Vorsicht beim Kampf. Das schöne Gefieder verleitet nämlich schnell zur Unaufmerksamkeit. Wir werden aufmerksam sein und sie besiegen. Vernichten und besiegen. Analyse noch nicht möglich. Autsch. Genau so. Analyse. Auf Nummer sich. Alter, voll weggeschleudert. Seltene Spezies des Semselets. Sie wurde in der Nähe einer Lebensquelle ausgebrütet und steht unter besonderem himmlischen Schutz. Sie kann sich nicht nur in Wind hüllen, um sich zu heilen, sondern auch komprimierte windelementare Bomben werfen. Füge ihr während Heilwogen eine bestimmte Menge an Schaden zu, um sie schockanfällig zu machen. Wirksam Eis. Ich verstehe. Heilwogen. Die macht tatsächlich Heilwogen, aber wir können nichts machen. Jetzt vielleicht? Eis war das, ne? War das Eis? Eis. Komm schon. Nein. Es hagelt. Ich bin bereit. Nicht mit mir. Wow, die sind... Volle Kraft. Den haben wir geschockt. Eis, bitte auf den Geschockten. Starre! Na komm. Abschau! Na gut. Los.
Volltreffer. Komm hier nach. Beschwören? Nee, danke. Das ist mir zu krass. Let's go. Das war ein krasser Fight. Ich wollte das bei diesem Heilwogen gerne machen, aber habe ich nicht hinbekommen. Leider. Ein Sorry. Super Cloud! Damit hast du alle Kampfaufträge für die Junon-Region abgeschlossen. Nanu, stimmt etwas nicht? Du siehst irgendwie erschöpft aus. Gar nicht. Soll ich dir eine Schultermassage verpassen? Und ja, wie bitte. Willst du das bitte anstellen? Na. Du vergisst, dass ich Resonanzschwingungen mit meiner süßen Stimme erzeugen kann. Und zwar so! Oh Gott, schlimmste Massage. Ich muss schon sagen, auch dieses Mal habe ich eine neue Kampfsimulation erstellt. Probier sie doch bei Gelegenheit aus. Bei Gelegenheit, ja. Kampf wiederholen? Nein, danke. Brauchen wir nicht. Hier hätten wir alles erledigt. Wie komme ich hier hin? Vielleicht von hier? Oder sogar von hier. Ich probiere es mal von dieser Seite aus. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Bezweifle es ehrlich gesagt. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier runter können. Ja, nee, das ist zu steil. Wir müssen von da hinten. Okay, da hinten. Das ist offensichtlich hier. Machen wir den sicheren Weg. Wir wollen doch nicht sterben. Wollt ihr, dass wir sterben? Gut. Oh! Moment. Was hast du für uns? Zeig mir, was du findest. Erschnüffle es. Fünf Mogri-Medaillen. Yo! Nice! Wir haben gerade pro Gegenstand haben wir 6 verbraten, deswegen passt das sehr gut. Hier können wir runter, alles klar. So, unser nächstes Ziel ist da. Analyse 2. Ja, wir können ja einfach mal hier runter stapfen, wenn das denn geht. Das sieht sehr gut aus. Das nicht mehr so. Ist es da oben oder hinten dahinter? Wir checken das mal aus, Freunde. Wir checken das mal aus. Und dümpeln da mal rüber. Da scheint mal richtig zu sein. Quelle am Schiffswrack. Wrack. Wir haben nicht mal eine Eule gesehen. Komm ich nicht hin. So. Hätte ich mir noch alles schnappen können. Egal. Geht auch so. Die letzte Quelle. Die letzte Eule in Junon. Die nicht mehr durchdrehen muss. Nein! Das war mies. Das war gut. Was hast du für uns jetzt? Ja? Die Datenanalyse hat ergeben, wo sich Junons Gedankenschinder verborgen hält. Diese furchterregende Abscheulichkeit tötet Menschen, um sich an ihren Gehirn zu laben. Alter. Bitte bereite ihr so schnell es geht ein Ende. Das werde ich tun, das hört sich furchtbar an. Der Dunkelheit anheim gefallener was? Oh, das ist sogar in der Nähe. Das ist sogar in der Nähe. Sollten wir machen, weißt du was? Dann gehen wir mal hin. Das Spektakel lasse ich mir nicht entgehen. Der Dunkelheit anheimgefallener Weiser. Was? Cloud, wir
sind im Habitat des Gedankenschinders angekommen. Mhm. Wir haben es hier mit einem sehr unheimlichen Wesen zu tun. Bereite dich bitte sorgfältig auf einen Kampf vor. Ja, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Kann man sich hier irgendwo vorbereiten? Geht das? Das sieht nicht danach aus. Weißt du was? Wir gehen rein. Der Gedankenschinder kann mich mal. Geheimgegner herausfordern. Alter! What the fuck? Einfach Cthulhu. Da hilft wohl nur das volle Programm. Ja. Erzähl weiter. Nein. Analyse. Bin mal so frei. Ihr redet immer weiter. Gedankenschinder. Oha. Was? Leicht resistent gegen alles? Nichts ist wirksam? Dieser mysteriöse Humanoide hat sich in der Bucht von Junon niedergelassen. Mit reiner Willenskraft kann er selbst riesige Felsbrocken bewegen. Wer sich in sein Habitat verirrt, den packt er mit seinen Tentakeln, um sich am Gehirn seines noch lebenden Opfers zu laben. Verursache Schaden mit Synchro-Fertigkeiten, um ihn mit einem Schlag schockanfällig zu machen. Ich verstehe. Also, so lange draufhauen, bis... Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. Nein, 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 weg, weg, weg. Die Schaltkreise durch, um meine Sensoren zu beruhigen und den Frieden in der Junon-Region wiederherzustellen. Sollten wir uns den Gegner stellen? Ja, ja, ist schon gut. Ein Megatrank, ich brauche einen Megatrank. Geht gar nicht anders. Das recht. Wow, 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 langer Tentakel. Ja, so lang war der jetzt nicht. Wann können wir Synchros machen? Durch Verbrauch von ATB-Einheiten verfügbar. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Mutangriff. Wir hauen einfach drauf. Verzieh dich! Was anderes kann man eh nicht. Oh, das war knapp. Das war's! Los! Attacke! Geht klar! Komm in Stücke! Mach! Test! Ganz genau, komm her. Nicht schlecht. Er geht auf Barret los. Synchro kann ich immer noch nicht machen. Ja dann. Schwertsturm. Let's go. Attacke! Ich hab gesessen. Ja, komm her, Limit. Komm her, du Drecksack. Irgendwelche letzten Worte? Yes. Verschwende. Neuer Versuch. Konter. Konter bringt. Ist klar. Perfekt. Das war ein perfekter Fight. Mit unseren Kontern. Das war mega gut. Experte für Weltberichte. Ich bin ja so froh, dass du den Gedankenschinder zur Strecke bringen konntest. Aber natürlich. Ich hatte Sorgen, dass er sich auch dein Gehirn einverleiben würde. Aber die waren wohl unbegründet. Chadley. Nur ein wahrer Held vermag es, den Kampf mit solchen Ungetümen aufzunehmen. Deine tapferen Taten haben die Welt wieder ein Stückchen sicherer gemacht. Danke. Ein Sehr Hoch gerne. Auf unseren Helden. Auf unseren Alleskönner, bitte. Und wieder ein Geheimnis gelüftet, Freunde. Der Gedankenschinder wird niemanden mehr umbringen. Haben wir keinen Weltbericht bekommen? Nein? Habe ich mich verlesen? Berichte. Ja,
Junon. Wo waren nochmal diese Weltberichte? Die müssten auch hier sein, oder? Berichte. Ja, ist wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich noch kein Weltbericht. Wir müssen erstmal die Feldforschung abschließen. Gehe ich jetzt mal von aus. Stark aus. Hallo. Schoko, let's go. Komm her. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen hier. Egal, wir sind faul. We are faul. So, guck mal hier. Ein Eiland aus Trümmern. Untersuche das Spielbrett. Ach, das ist es. Um das Spielbrett herum orte ich protosubstanzielle Signale. Ich erinnere mich. Ich kann davon ausgehen, dass dies der Zugangspunkt ist. Worauf warten wir dann? Okay, lasst uns ein paar Shinra-Schädel knacken. Dafür bin ich immer zu haben. Aber kommen wir auch sicher zurück? Hoffe. Keine Sorge. Den Daten zufolge findet bei Spielende automatisch ein Rücktransport statt. Ja, cool. Und bei Problemen habt ihr ja immer noch mich. Ich hole euch da raus. Geil. Darauf verlasse ich mich, mein Freund. Gut, ich meine, let's go. Wir machen es. Untersuche das Fort Condor Match. Betreten, ja bitte. Das kriegen wir hin, locker. Wir wissen ja, wie es geht. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Ich schon, ich mag's. So schlimm finde ich's gar nicht. Yes! Gesicht. Komm ich! Da ist er wieder, der Oberst. Wie konnte das denn nur passieren? Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder. Oberst! Jetzt wird es wahrscheinlich schwerer als beim letzten Mal. Da seid ihr ja wieder. Oh, gemeinsam können wir es schaffen. Ich will meinen Schatz zurück. Koste es, was es wolle. Ich weiß. Das Ding da kommt aus unserer Welt. Das gehört dir nicht. Ach, papalapap. Die Details können wir später klären. Jetzt heißt es erstmal zum Angriff! Ziel der Operation ist es, das gestohlene Gut von den Shinra-Truppen zurückzuerobern. Na klar. Unser Oberst hat einen kühnen Plan. Jedoch allein wird er mit Sicherheit scheitern. Ich bitte euch, ihr müsst uns helfen. Oh, schön. Sind schon unterwegs, Herr Oberst. Unser Stichwort. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, ehrlich gesagt. Ja, was? Gepanzerter Granatwerfer haben die? Und? Okay. Informationen anzeigen. Schützeneinheit, die Frontlinie mit Fernkampfangriffen unterstützt. Was haben wir noch? Cloud und Tifa? Cloud und Barret. Cloud ist der Schildträger, Barret ist der Fernkämpfer. Wir nehmen Barret und Tifa. Fern- und Nahkampf. Wir gehen auf vollen Angriff. Match beginnen? Ja, komm her. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich weiß noch einigermaßen, wie man gewinnt. Hier machen wir mal... Heiler, Schütze... Stürmer, ja komm, wir nehmen mal ein paar Stürmer mit. Elite-Stürmer nehmen wir auch noch mit. Und hier geht gar nichts. Aber jetzt. Heiler, ne, brauchen wir nicht. Schützen kann ich noch mitnehmen. Oh, oh. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen Verteidiger. Oh mein Gott. What the fuck? Scheiße. Steinschleuder brauchen wir hier. Hier können wir nichts machen. Oh no. Das sieht nicht gut aus. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... haben wir hier... erneut? Nee, Moment. Die mit dem Schwert, die kann man besiegen mit den Verteidigern, glaube ich, ne? Und die mit den... Bögen kann man besiegen mit Schwertern. Glaube ich.
Ich mach nochmal einen Verteidiger. Nur zur Sicherheit. Okay, vielleicht doch noch einen Elite-Stürmer. Warum nicht? Ein Heiler. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Fuck. Noch ein Schützen zur Sicherheit. Oh, das Ding ist schon kaputt. Cool. Gehen wir jetzt in die Offensive? Nein? Wir brauchen Stürmer. Oh, wir haben denen auch eine Basis zerstört. Sehr gut. Ja, das ist nicht so gut. Elite-Schütze. Wir nehmen hier noch einen Heiler mit. Hier kann ich gar nichts mehr basteln. Fuck. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie das geht, ne? Heldeneinheiten aussenden. Wie war das denn nochmal? Tifa, komm. Geht das nochmal mit Barret? Nee, geht nicht. Schade. Tifa, komm schon. Schütze. Da hinten leben noch ein paar von uns. So ist ja nicht, ne? Schütze. Stürmer. Komm, wir nehmen alles mit jetzt. Tifa ist auch noch da. Können wir jetzt Barret? Komm. Der hat gesessen. Schütze. Ach, da, wo ich hindrücke. Hier können wir die machen. Stürmer. Wir nehmen alles mit. Wir zerstören alles bei denen. Ich dachte, ich kann nur von hinten starten. Ich kann ja von hier auch starten. Natürlich. Ich Idiot. Noch ein Heiler. Warum nicht? Zur Sicherheit. Wir vernichten die. Wir sind einfach in der Überzahl. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Okay, das geht nicht. Ich nehme noch einen Stürmer. Wir kommen immer weiter nach vorne. Noch ein Stürmer. Let's go. Auf geht's. Und adios, amigos. Tschüss. Sieg. Ich bitte euch, natürlich. Voll Glück gehabt. Ich konnte mich überhaupt nicht erinnern. Das war großartig, Herr Oberst. Natürlich. Oh ja. Jetzt muss ich mir nur noch meinen Schatz zurückholen. Zum Angriff! Nicht so schnell, Freundchen. Wow. So ein Tölpel. Ich glaube, gegen ihn müssen wir auch noch kämpfen, ne? Kann das sein? Nein, was passiert hier? Herr Diese Synchro. Wir waren erfolgreich, das ist das Wichtigste. Und back in real life. Ich bin zufrieden. Hauptsache geschafft. Willkommen zurück, Freunde. Ist nicht meine liebste Minispiel. Leider nicht. Auch ich bin so schlau wie zuvor. Es gab zu viele Interferenzen. Mhm. Eine große Kraft scheint hier am Werk zu sein. Eine Kraft, die alles übertrifft, was wir kennen. Was? Sag mal, der Oberst meinte doch, die Protosubstanz wäre sein Schatz. Was könnte das bedeuten? Ich habe da mehrere Theorien, aber um sie zu verifizieren, brauche ich weitere Daten. Zumindest weiß ich, wo wir suchen müssen. Auf zur nächsten Position. Okay. Wir müssen also mehr Feldforschung betreiben. Obacht, Oberst. Aber so viel ist das ja nicht mehr, ne? Neue Koordinaten. Wo ist es? Okay, da waren wir schon. Nicht schlimm. Gehen wir halt nochmal hin.